Hallo Leute, herzlich willkommen zu unserer diesjährigen Feuerwerksbestellung. Ein bisschen kleiner, Kappa. Wir haben erstmal D-Frösche. Achso, und wir müssten halt mal grundsätzlich hier runterfüllen. Wir haben hier ein Pyroland-Paket mit Klasse 1, die jetzt halt schon alle komplett aufgebraucht wurde. Und halt noch ein paar Rauch- und Bengal-Artikel, die man das ganze Jahr zünden kann. Haben wir unter anderem die Elfenfeuer. Sind ganz schön, ja, so kleinere Bengalos, die dann halt zum guten Preis sind. Aber auch die großen, die dann auch ein bisschen teurer sind. Rauchbälle. Power Smoke, Bengalos, Kinder, Fackeln. Ja, war halt zur Hälfte gefüllt, die eine Hälfte ist jetzt schon wieder leer. Kann man das ganze Jahr zünden, Klasse 1 und T1, also von daher ist das jetzt nicht so interessant, aber wir haben halt hier noch D-Frösche. Thunder King Shot. Gut, dass die nicht Shots heißen. Eine Packung Roter Corsar. Thunder King Smokes. Wir haben hier noch eine halbe Packung D-Böller von Funke aus dem letzten Jahr. Die darf ich eigentlich nicht verballern, weil die werden ja, glaube ich, nicht mehr hergestellt. Es sei denn, nächstes Jahr wird sich da noch was ändern. Wir haben hier noch einen halben Schinken A-Böller von Funke. Und da ist auch noch ein neuer von diesem Jahr. Mal gucken, wie viel man da dieses Jahr verballert. Wie gesagt, letztes Jahr nur einen halben Kasten gemacht. Deswegen steht er jetzt noch hier. Wir haben die Sputniks von Leslie. Geysire Kaliber B. Zweimal. Hier ist eine Packung Pyro Union Böller. Kennt man ja, Schallerzeuger. Funke Silberknisterheuler und auch noch Funke normale Luftheuler. So, das war mit dem ersten Teil. Jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil. Den Schinken von den Funke A-Böller hatten wir ja schon. Hier haben wir nochmal eine Packung Doppelbälle, Explosive Balls von Klasek. Zwei Packungen Sachsenknaller von Weco, Reibkopfknaller, eine Packung Flashbang von Nico. Keine Ahnung, ob das eine gute Charge ist oder nicht. Mal schauen. Fire Event Retro Kollektion 1960er mit den A-Böllern und den D-Böllern. Ein Pyro Pack Cracker Böller Set von Nico. Also mit unterschiedlichen Böllern. Zweimal Vulkane. Läubli Vulkan, Sternzauber. Und Silberregen, die Funke Tornado Wirbel, dann halt hier die Knisterteufel Eskalation, irgendwie die drei Farben, jeweils zweimal und eine Farbe ist glaube ich doppelt, dreimal vorhanden, ich weiß gar nicht welche, sind auf jeden Fall die drei, ich habe zu viel Geld für die Dinger ausgegeben. Hier die Raketensortimente, einmal das Funke Kometenschauer, hatte ich jetzt auch noch nie, und die Zink Z1, bin ich auch mal gespannt, also wir haben dieses Jahr nicht so viele Raketen, obwohl ich das ja mag, aber man weiß ja nicht, wie es dieses Jahr wird, und ja, das sind ja Premium-Raketen, von daher mal gucken, ob sie sich lohnen. Wir haben jetzt hier hinter versteckt noch Batterien, und zwar Blutschnee von Argento, eine Vogelschreck-Batterie von Blackbox, die ja immer mit dabei ist, Red Thunder von Argento, Eisbrecher von Funke, Blue Thunder von Argento, Funkenfinale 2, hier hinten ist noch Lemon Blue, das Ding von Blackbox und zweimal den roten Drachen von Blackbox und auch zweimal die Double Deck Red von Explode Feuerwerk. Ja, und das war es ja eigentlich schon. Warenwert kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, weil es immer variiert und so und wie und was, aber ein bisschen weniger Kleinzeug dieses Jahr dafür, ein bisschen mehr Batterien wieder. Und ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen und schaut euch gerne dann nochmal die Produktvideos an bei den einzelnen Kurzvideos. Ciao!